Kiefling. Berglund. Ja. So kann man natürlich die Nummer 19, Bo Berglund, nicht frei durch die Abwehr marschieren lassen. 1:0 für die Schweden. Die Wiederholung. Zehnte Spielminute im ersten Drittel. Schwedische Führung. Schauen Sie, was Berglund macht gegen drei Deutsche. Und dann durch die Beine von Suttner. Deutschland im Rückstand. Ein vermeidbarer Treffer. Der schnelle Ahlberg. Tor. Sträflich leicht und leichtsinnig lässt man die Nummer 15 Näslund da an die Scheibe kommen. 2:0 nach 27 Minuten. Ja, ich wollte gerade sagen, die deutsche Mannschaft scheint Auftrieb zu bekommen, aber dann der knallharte Konter der Schweden. Ahlberg. Und in diese Vorlage sofort hineingefahren von Näslund. Jetzt wird es natürlich sehr, sehr schwer für die deutsche Mannschaft, noch einmal heranzukommen. Nachschussmöglichkeit von Philipp. Kiesling. Vatato. Kein Abseits, alle Spieler waren bereits aus dem Drittel heraus. Tor! Fehler, die die Schweden sofort ausnutzen. Per Lundqvist zum 3:0. Nach 29 Minuten. Sweden goal scored by number 8, Lundqvist, assist number 19, frei an die Scheibe, sofort ins obere Eck geschossen. Keine Möglichkeit zur Abwehr für Suttner. Kretschmer. Fehlpass. Möglichkeit für die Schweden. Die Nummer 21. Und da zögerte Samuelsson so lange, sodass Kretschmer dazwischen gehen konnte. Den Hinterstocker und Jan Eriksson, die ja beide auf der Strafbank sitzen, müssen für weitere drei Minuten dort verweilen. Denn wegen Meckern bekamen sie eine 5-Minuten-Strafe von Hauptschiedsrichter Viktor Dombowski. Alleingang von Söderström. Die rote Lampe des Torrichters leuchtet auf. Der Puck ist im Netz. 4:0. In der 34. Spielminute. Torschütze
Dan Söderström vom schwedischen Verein Leksand. Hier sehen Sie Söderström gegen Suttner. Der Torrichter hat es besser gesehen. Unter dem Arm von Suttner ging der Puck knapp über die Torlinie. 4:0. Diese Zeitlupe gibt mit Sicherheit noch mehr Aufschluss. Leider nicht. So, und inzwischen jetzt ein Torwartwechsel vorgenommen von Minuten und 22 Sekunden. Auf dem Eis der erste Sturm mit Vazatko, Kuhl und Kapitän Philipp. Macht das alleine. Tor! 36. Minute. 5:0. Und erneut erfolgreich. Dan Söderström. Ein erfahrener Mann. 107 Länderspiele. Viermal bei der Weltmeisterschaft. Und das bei 4 gegen 5. Denn Ahlberg sitzt auf der Strafbank. Dieser hervorragend herausgespielte Treffer. Söderström völlig alleine. Zu späte Reaktion von Engelbrecht. Den Puck hat ein deutscher Spieler zu lange mit der Hand gehalten. Hier noch einmal das 5:0 für Schweden. Schweden wieder komplett, Ahlberg dabei. Kiesling. Aber da fehlt es einfach an Verständnis. Kaum ein Pass kommt er mal an. Jetzt gegen 1:5. 2 Minuten und 54 Sekunden vor dem Abpfiff. Missverständnis bei den Schweden und Degen nutzt diese seltene Gelegenheit zum ersten Treffer für Deutschland.